Hallo, liebe Telefonkabinen-Zeitreisenden. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr euren Hauptspeicher unter Linux überprüfen könnt. Ich habe vor einiger Zeit für meinen Computer eine Speichererweiterung bestellt. Dazu habe ich einen gebrauchten RAM-Riegel bei einer Aktionsplattform erworben. Jetzt habe ich diesen eingebaut und wollte als allererstes mal testen, ob er auch sauber funktioniert. Es kann aber auch sein, dass du sonst irgendwelche Probleme auf deinem Computer hast und nicht genau weißt, woher die kommen. Dann kann es durchaus sein, dass dein Hauptspeicher defekt ist. Um diesen zu überprüfen, können wir unter Linux ein ganz einfaches Tool verwenden, was bei der Distribution bereits mitgeliefert wird. Zur Installation öffne ich ein Terminal und führe den Befehl sudo apt install memtest und dann gibt es 86 plus 86 plus. Gib mein Passwort ein und jetzt wird im Hintergrund bereits die Software installiert. Die funktioniert so, dass du beim Starten deines Computers eine bestimmte Option zum Testen des Hauptspeichers auswählen kannst. Damit diese auch sichtbar ist, musst du sicherstellen, dass in dem Bootloader, das ist meistens der Bootloader GoAP, auch der Timeout entsprechend konfiguriert wurde. Um das zu verifizieren, schauen wir uns einmal die Konfigurationsdatei vom Bootloader GoAP an. Ich öffne dazu sudo nano etc default GoAP. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel diese Zeile GoAP Timeout. Und die steht jetzt hier auf 5. Das heißt 5 Sekunden Timeout, das gibt mir genug Zeit, die entsprechende Option zu wählen. Du kannst das aber auch auf 10 oder sonst einen Wert stellen, wie das für dich in Ordnung ist. Dann Ctrl oder Steuerung O und Ctrl X nicht vergessen. Und dann müssen wir den Bootloader nochmal schnell neu schreiben. Das mache ich mit folgendem Befehl. sudo update-guap. Jetzt wird im Hintergrund die sogenannte Initial RAM Disk neu erstellt und ein Eintrag für Memtest 86 Plus eingerichtet. Jetzt können wir mal versuchen, den Rechner neu zu starten. Dazu gebe ich den Befehl sudo systemctl reboot ein. Hier beim Start erhalte ich jetzt einen neuen Eintrag. Ihr seht hier einen Eintrag für Memory Test. Diesen wähle ich aus, nicht den hier mit der seriellen Konsole, das nutzen wir nicht. Ich wähle hier den Eintrag Memory Test aus. Es kann bei euch etwas anders aussehen, je nachdem, ob ihr EFI oder nicht verwendet. Hier im Hintergrund startet jetzt bereits der Speichertest. Ihr könnt den auch mit Escape abbrechen, mit F1 noch einige Konfigurationen vornehmen oder die Ansicht hier mit der Space-Taste durchscrollen. Sofern hier ein Fehler gefunden wird, dann wird der hier unten in diesem blauen Bereich aufgeführt. Dann solltet ihr gucken, welcher Speicherriegel defekt ist. Falls ihr einen Computer habt, wo man den Speicherriegel noch ausbauen kann, dann wäre der nächste Schritt, einen Riegel mal auszubauen, falls ihr mehrere Riegel eingebaut habt, und das Ganze nochmal auszuführen. So lange, bis ihr herausgefunden habt, welcher Speicherriegel denn jetzt tatsächlich defekt ist. Bei mir, ich hatte jetzt Glück, mein Kauf war gut, ich habe einen neuen Speicherriegel, ich habe jetzt 8 GB mehr Hauptspeicher. Und achtet auch beim Kauf eines PCs unbedingt darauf, oder auch beim Laptop, dass der Speicher austauschbar ist. Denn Speicherbedarf hat man immer und der ändert sich laufend. Ich hatte zum Beispiel den PC mit 8 GB gekauft, heute reicht das lange nicht mehr aus. Jetzt habe ich 16 und der PC kann wieder eine Weile genutzt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Meldet euch in den Kommentaren, falls ihr Fragen habt und vergesst nicht, unsere Telegram-Community beizutreten. Denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Themen rund um Linux und freier Software aus. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss.